Willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 6. Was? Was bin ich? Verarschen? Ja, letztes Mal haben wir aufgehört. Wir haben ein bisschen Uran geklaut. Hört sich dumm an, ist aber so. Habe ich mir so in die Hosentasche gesteckt, ein bisschen Uran. Oh, ja, Juan. Haha, das ist Improvisationstalent. Abgeräuchertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Liter ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das... Raketenwerfer. ...ist ein Supremo. Was? Ist das ein Rucksack? Das ist ein Rucksack. Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Töfteleien, Juan. Ja, ich auch. Redet er mit dem Krokodil? Eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Supremos sind nicht nur einfach. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Ich wollte eigentlich vorher noch gucken. Premiere Waffe 3. Da. Darf ich hier? Nichts. Mann. Alter. Ja, die sehen schon geil aus. Hat was. Nicht mehr Panzer brechen. Das Ding ist ja eigentlich ziemlich scheiße dann. Habe ich die Waffe jetzt mit? Ich muss sie zerlegen, das Sklavenlager. 400 Meter. Zumindest wird dichter dran ist geben. Kann man hier durch? Alter! Na sicher kann man da durch. Kann das Krokodil mit hoch? Ich möchte gerne ein Krokodil mitnehmen. Also dieser Fallschirm, das ist ja Verarsche. Kannst du noch so schnell aufmachen? Wie jetzt? Was ist denn V? Ich drück das mal. Was? Hast du das gesehen? Du das gesehen hast. Langsamer! Du, den Pferd. Guapo, los! Guapo, los! Los! Andate! Los! Komm zu mir, los! Guapo! Na, endlich! Ja, moin. Ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Wer ist denn der Kasten? Anita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3... Wir verpissen uns und Kast, wir beide werden den Tabak und den Giftvorrat angreifen. Nimm die Schutzausrüstung und komm hier nicht in die Quere. Mal ein bisschen streicheln. Warum hat der eigentlich ein T-Shirt an? Ein T-Shirt? Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Nein. Lass mal hören. El Movimiento de Libertad. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ich habe tatsächlich genau das erwartet. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos, Danny. Nein! Sterben! Gib alles! Ja,
Dann wir alles bis auf die Grundmauern nieder. Was sehe ich denn hier? Dieser Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldados töten. Das liegt sie. Hätte man mal früher sagen sollen. Wir sind ein gutes Team. Sie, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. Hätte ich mal einen Flammenwerfer gehabt. Clara, ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht zu Hause zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennenlernen solltest. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet Bote für Libertad. Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du baust Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Ganz ruhig. Alter. Oh, dieses MG solltet ihr nicht unbeaufsichtigt lassen. Scheiße! Zuerst ist es ein MG, aber... Lo siento. Ich nehme das mal. Danny, das Einzige, was besser ist als ein Guerriero, ist ein Guerriero mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine klaue? Das mache ich schon, seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Gracias. Ups. Aber du hast keine Freunde, Juan. Sei einfach still und ruf an, Danny. Diese faschisten Tiger! Ah!
Na, dann ruf mal Hilfe. Es wird keine Hilfe kommen. Ey, was machst du denn mit dem Krokodil? Weg mit dir. Guapo. Guapo. Benito, du wirst Rosario nicht wiedersehen. Du bist härter, als du aussiehst, Danny. Die Weltfahrt ist auf einem guten Weg, aber die Arbeit ist noch nicht getan. Geh zur Tankstelle und bring diese Sache zu Ende. Krokodilkiste. Eine Pistole? Jo, schön. Nö, nee, also. Pff. Jetzt auch das Gute. Der Autoreparatur-Ding. Das Ding hat keinen. Also. Wie heißt denn das jetzt? Es hat keinen eigenen Slot. Oh, schon wieder stecke ich hier fest. Egal. Ich würde mal sagen, das reicht jetzt erstmal für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.